Seid auch ihr auf der Suche nach der besten Bienenbeute? Wollt auch ihr euren Bienen das Beste bieten? Dann seid ihr hier genau richtig in diesem Video. Ja, hallo liebe Imkerfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf www.nordbiene.de. In diesem Video wollen wir uns die meiner Meinung nach beste Bienenbeute anschauen. Sie befindet sich hier in diesem Pappkarton. Viel Spaß bei diesem Video. So, dann wollen wir mal nachschauen, was wir hier in den Kartons haben. Machen wir den einfach mal auf. Ah ja, hier sehen wir schon die ersten Teile. Okay, stellen wir einfach mal hin. Jo, dann schauen wir doch mal hier, das ist ja wie Weihnachten heute. Oha, ja, ein bisschen Verpackungsmaterial. Ah ja, das sieht doch schon gut aus. Und dann nehmen wir noch den passenden Deckel dazu. Jo, und fertig ist die Segelberger Kunststoffmagazinbeute. Ja, nun mag sich manch einer fragen, warum ich gerade diese Beute als die beste von allen bezeichnen würde. Einmal ist da das Material, es ist Hartstyropor, also Polystyrol, aufgeschäumt in einem ganz speziellen Verfahren. Im norddeutschen Klimabereich würde ich mal behaupten, das ist das beste Material, was wir für Bienenkästen überhaupt haben können. Denn in der Regel haben wir das hier im Norden mit doch relativ niedrigen, kühlen Temperaturen zu tun und auch meistens mit einer sehr großen Luftfeuchtigkeit. Ich würde fast sagen, wir leben hier in einem nassen Klima und Holzbeuten sind da eigentlich schlecht isoliert und rotten auch relativ schnell weg, wenn man seine Bienen doch an einer etwas nicht ganz so trockenen Stelle stehen hat oder so. Dieses Styropormaterial, die Styroporbeuten wurden unter anderem von Werner Schundau in den 1960er Jahren mitentwickelt. Auch Helmut Warnholz war da ganz massiv dran beteiligt, so dass die Segelberger Kunststoffbeute daraus Ende der 1960er Jahre entstanden ist. Die Beute hat sehr dicke Wandungen, wie man hier sieht. Auch die Zargen haben sehr starke Wände, so dass wir hier von einer optimalen Isolierung ausgehen können. Die Segelberger Beute, die beinhaltet ja Rähmchen und Waben im Deutschnormalmaß. Das dürfte eigentlich bekannt sein. Und aufgrund der guten Isolierung gehen die Bienen im Brutraum mit ihrer Brut praktisch bis an die Rähmchenschenkel nach außen, aufgrund eben der guten Isolierung. Und diesen Effekt hätten wir bei Holzbeuten zumindest hier im norddeutschen Klima bei weitem nicht erreicht. Die Segelberger Beute, sie besteht schon über Jahrzehnte unverändert. Ich würde, glaube ich, sagen, das ist die bestbekannte deutsche Beute und auch die am meisten verbreitete Beute in Deutschland, zumindest in der norddeutschen Hälfte. Das ist kein Wunder. Die Beute ist praktisch, sie ist stabil, sie wird von Bienen nicht sofort angenagt, weil das Material ist wirklich sehr, sehr stabil und auch dicht gepresst. Ja, die Beute, ich habe mir hier die Normalmastzargen, also die normal hohen Zargen 1.0, würde ich mal sagen, bestellt. Das ist für meine Zwecke vollkommen ausreichend, auch wenn ich in die Verlegenheit kommen muss, mit zwei Bruträumen zu arbeiten. Aber das ist eigentlich die klassische Arbeitsweise der Magazinimkerei. Also ein, zwei Bruträume ist hier Standard und das ist nichts Außergewöhnliches. Es gibt hier ganz viele verschiedene Variationen mittlerweile des Bodens. Ich habe mich für den alten, also für den Altboden entschieden. Das ist der komplett geschlossene Altboden, so wie ihn auch Werner Schundau und Kollegen entworfen haben. Ich habe bereits in den 1980er Jahren mit diesem Boden auch gearbeitet. Ich brauchte eigentlich nie einen Drahtboden und wie gesagt, ich finde, das ist eigentlich die optimale Variante. Der Boden hat allerdings mittlerweile innen ein gewisses Gefälle, sodass sicherlich Kondenswasser leichter abfließen kann.
und die Bienen womöglich auch etwas einfacher ihre toten Stockgenossinnen hinaus befördern können. Ja, gibt es noch sonstige Gründe, warum ich diese Beute eigentlich als die beste Bienenbeute in Europa bezeichnen würde? Ja, ich finde, das deutsche Normalmaß ist doch ein optimales Rähmchenmaß für Völker, die hier in Mitteleuropa gehalten werden. Insbesondere, weil die Zarge auch über 11 Waben verfügt und die Erweiterbarkeit ist nach oben gegeben. Aufgrund der vertikalen Ausrichtung dieser Magazinbeuten würde ich sogar behaupten, dass diese Beutenform dem hohlen Eichenstamm von der Natur her am allernächsten kommt. Auch aus diesem Grunde würde ich die Magazinbeute Deutsch Normalmaß zumindest hier in Norddeutschland als optimal bezeichnen. Ja, aufgrund meiner Erfahrungen seit den 1980er Jahren, Anfang der 80er Jahre, muss ich eigentlich wirklich sagen, dass zumindest hier für den norddeutschen Raum für die Bienen die Kunststoffmagazinbeute eigentlich die beste Beute ist. Nicht nur das mit Material, es ist unverrottbar, es ist hochisolierend, sodass die Bienen auch im Frühling mit der Brut bis an die Beutenwand gehen können. Nein, auch der Rauminhalt und das Fassungsvermögen von 11 Deutsch-Normalmaß-Rähmchen pro Zarge und die Erweiterbarkeit in die vertikale Ausrichtung bewegen mich dazu zu sagen, dass diese Beute eigentlich die artgerechteste Haltungsform für Honigbienen darstellt. Denn in ihrer Ausrichtung und in ihrem Rauminhalt kommt sie dem wilden oder dem hohlen Eichenstamm eigentlich am allernächsten. Ja, und das ist es ja eigentlich, was wir wollen. Wir wollen die Bienen so natürlich und so einfach wie möglich halten. Dabei sollen die Völker natürlich so gesund wie möglich bleiben und auch sich entwickeln können, wie es ihrer Biologie, ihrer Natur eigentlich entspricht. Und die Magazinbeute im deutschen Normalmaß, insbesondere die Segeberger Kunststoffbeute, kommt meiner Meinung nach der natürlichen Biologie der Honigbiene am allernächsten, denn der hohle Baum, der ist auch immer vertikal, also senkrecht ausgerichtet und niemals horizontal. Ja, ich freue mich schon auf die weitere Umstellung meiner Völker und auch auf die Vermehrung von Jungvölkern jetzt im Deutsch Normalmaß in der Segeberger Kunststoffmagazinbeute. Es sind noch einige Völker vorhanden, die sind noch auf Dardant, aber die werden in Kürze natürlich umgestellt auf Deutsch Normalmaß. Wie gesagt, in der Segeberger Kunststoffmagazinbeute. Ja, liebe Imkerfreunde, hat euch dieses Video gefallen? Klickt bitte einmal auf Daumen hoch oder auf Abonnieren, dann seid ihr immer auf dem neuesten Stand, wenn es ein neues Video von mir gibt. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal auf www.nordbiene.de. Dankeschön, tschüss.